Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch die Neuerscheinungen vom August für euch und im August kommen ganz schön viele Bücher raus. Meine Liste ist relativ lang, weswegen ich davon ausgehe, dass dieses Video auch wieder etwas länger wird. Deswegen holt euch auf jeden Fall bei der Hitze noch was zu trinken. Also ich gehe davon aus, dass wenn dieses Video online geht, auch noch Hitze ist. Ich drehe das jetzt schon so ein bisschen im Vorlauf, weil ich dann nicht so die Zeit habe zum Drehen aufgrund, dass ich Umzugshelfer bin und meinen Hochzeitstag habe und dies ist und das ist und jenes ist und naja, ihr kennt das sicherlich. Deswegen drehe ich das gerade so ein bisschen im Vorlauf und wir haben ja gerade eine Affenhitze und mir ist mega heiß und wenn ich anfange Schweißperlen auf der Stirn zu kriegen oder im Gesicht, dann wundert euch nicht. Es ist mega heiß, ich habe die Softbox noch vor mir stehen. Und jeder, der eine Softbox hat, weiß, was hier auch nochmal für eine Wärme abgibt. Deswegen wundert euch nicht, wenn mein Pony irgendwann anfängt, sich selbstständig zu machen und zu kleben. Und ich, wir reden mir nicht weiter drüber. Es ist warm. Das wissen wir alle. Es ist mega heiß und warm. Und was macht mein Hund? Der hat sich gerade allen Ernstes unter sein Kissen geschoben. Unten drunter, unter sein fettes Kissen. Dem kann doch nicht kalt sein. Ja, dieser Hund ist manchmal einfach merkwürdig. Alle Welt schwitzt und der Hund kuschelt sich unter sein Kissen. Lassen wir das. Fangen wir jetzt mit den Neuerscheinungen vom August an. Und wie gesagt, habe ich einiges rausgesucht. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Jetzt ist er doch wieder vorgekommen. Ein bisschen Hunde-Content. Da. Oh. So, jetzt geht's aber los. Fangen wir mit dem ersten Buch an, was auch am 1. August erscheint. Und zwar habe ich rausgesucht Long Night von Lauren Blakely. Das ist der 1, 2, 3, 4., 5. Teil der Big Rock-Reihe von Lauren Blakely. Ich glaube, es ist der 5. oder der 4. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich kann auch nicht richtig denken, es ist einfach zu warm. Deswegen, ja, auf jeden Fall, da kommt am 1. August ein weiterer Teil der Big Rock-Reihe von Lauren Blakely raus. Und wenn ihr mich schon etwas länger guckt, wisst ihr ja, dass ich diese Reihe bis jetzt komplett gelesen habe. Der eine Band hat mir besser gefallen wie der andere und so. Und ja, es ist eine tolle erotische Liebesgeschichtenreihe und ich mag diese Bücher sehr. Und ich freue mich jetzt schon auf den neuen Teil und ich lese euch mal ganz kurz vor, worum es im neuen Teil geht. Mein Leben ist eigentlich verdammt perfekt. Ich schraube in meiner Werkstatt an exklusiven Custom Cars, habe ab und zu einen One-Night-Stand und mein Handy geht aus und keine großen Sorgen. Bis Henley Rose auftaucht, eine feurige Brünette aus meiner Vergangenheit, von der ich schon immer mal wissen wollte, was ihren Motor zum Schnurren bringt. Das Problem dabei, Henley ist meine größte Rivalin und jetzt sind wir gezwungen, jeden Tag gemeinsam am wichtigsten Projekt meiner Karriere zu arbeiten. In einer langen Nacht in der Werkstatt passiert es dann. Ich vernasche sie auf der Motorhaube eines Sportwagens. Und damit fangen die Probleme richtig an. Denn mit seiner größten Konkurrentin zu schlafen, ist schon gefährlich. Sich dann aber unsterblich in sie zu verlieben, aber noch viel mehr. Und ja, wer die Big Rock-Reihe kennt, weiß, dass man die Bücher ja aus der Sicht der Männer liest. Und das mag ich an der Reihe total. Und ja, ich freue mich schon sehr auf den neuen Teil. Und ich habe ihn beim Verlag angefragt. Ich weiß aber noch nicht, ob ich ihn bekommen werde. Wenn ich den Teil nicht bekommen werde, werde ich ihn mir auf jeden Fall kaufen diesen Monat. Ich möchte dieses Buch auf jeden Fall gleich lesen, wenn es rauskommt. Machen wir weiter mit den nächsten zwei Büchern, die ebenfalls am 1.8. erscheinen. Und zwar erscheint der 3. Teil von Backstage Love, Hals über Kopf verliebt. Das ist ja auch eine Reihe, die ich gerne irgendwann nochmal lesen möchte, die ich auf jeden Fall immer noch auf dem Schirm habe. Deswegen zeige ich sie euch auch immer wieder. Und ja, ich habe mir jetzt hier nicht aufgeschrieben, worum es da geht, weil sonst würde dieses Video einfach viel zu lang werden, weil wir noch viel mehr andere Bücher haben. Auf jeden Fall erscheint Backstage Love, der 3. Teil, am 1. August. Nur, dass ihr informiert seid. Und dann ebenfalls am 1. August erscheint Exit Now von Terry. Und das ist das Prequel zur Gelöscht-Reihe. Die Gelöscht-Reihe steht auch noch bei mir auf der zu lesen Liste. Ich habe den ersten Teil auch da. Und ja, ich finde es sehr, sehr cool, dass es dazu ein Prequel gibt. Und ich habe auch mir hier das nicht aufgeschrieben, worum es da geht, weil ich mich nicht irgendwie spoilern möchte. Deswegen auch hier nur die Info an alle, die die Gelöscht-Reihe gerne gelesen haben. Das Prequel erscheint ebenfalls am 1. August. Und ja, ich freue mich darauf. Ich finde es ja immer schön, wenn es solche Prequels und Sequels und keine Ahnung was gibt und Spin-Offs und ich mag ja sowas. Ja, dann habe ich mir als nächstes aufgeschrieben, dass am 14.8. der 2. Teil von Erebus rauskommt, von Ursula Posnansky. Und mein Mann ruft an. Ja, das war mein Mann, der ist nämlich gerade auf Arbeit gefahren und hat jetzt Nachtschicht und hat mir jetzt nur noch mal schnell gesagt, dass er gut angekommen ist. Ja, machen wir weiter. Ich war bei Erebus 2 von Ursula Posnansky, erscheint am 14.8. Erebus steht auch immer noch auf meiner irgendwann mal Lesenliste. Da ich den ersten Teil nicht gelesen habe, habe ich mir jetzt auch nicht aufgeschrieben, worum es im zweiten Teil geht. Nur, dass ihr das wisst, falls ihr Erebus gelesen habt. Der 2. Teil erscheint am 14.8.
Ebenfalls am 14.08. erscheint das neue Buch von Amy Ewing. Amy Ewing ist ja die Autorin von der Juwel-Reihe. Und ich fand ja die Reihe einerseits wirklich großartig, andererseits wirklich verstörend. Aber ich habe diese Reihe sehr, sehr gerne gelesen und ich mochte den Stil in der Reihe und ich fand die Geschichte cool, ich mochte die Charaktere. Und ja, es startet jetzt am 14.08. der erste Teil der neuen Reihe von Amy Ewing. Und zwar ist das Kristallblau magisches Blut, so heißt der erste Teil. Und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Unser Blut ist magisch. Wir sind die Cerulean, oder wie auch immer man das ausspricht. Diese Sätze hat Sarah schon sehr oft gehört, aber ihre Fragen über die Vergangenheit beantwortet niemand. Sarah spürt, dass die Hohepriesterin wie auch ihre Mütter ein Geheimnis hüten. Als sie ausgewählt wird, ihre Welt zu retten und sich dafür opfern soll, fügt sich Sarah dennoch in ihr Schicksal. Doch weder stirbt sie, noch kann sie zunächst ihre Aufgabe erfüllen. Stattdessen muss Sarah in einer völlig anderen Welt einen Kampf um Leben und Tod führen. Und ich finde, man erfährt nicht wirklich viel zu der Inhaltsangabe, aber irgendwie füttert es mich schon an. Was ist das für eine andere Welt? Was ist das für ein Geheimnis? Was sind das für Mütter? Ihre Mütter? Was hat das damit zu tun? Und wer sind die Cerulean? Das ist ja auch noch so eine Frage. Also diese Inhaltsangabe wirft auf mich viele Fragen auf. Und wie gesagt, ich habe die Juwelreihe gelesen von ihr und die fand ich wirklich cool. Deswegen habe ich mir Kristallblau auf jeden Fall mal aufgeschrieben. Und ja, werde dieses Buch irgendwann einmal mitlesen, aber nicht jetzt sofort, weil ihr wisst ja, rein Abbau, nicht rein Aufbau. Deswegen darf ich dieses Jahr nicht wirklich neue Reihen anfangen. Ein paar Ausnahmen habe ich, aber das sind dann halt auch wirklich die Reihen von meinen Lieblingsautoren, deswegen. Ja, aber ansonsten habe ich mir das ja selber untersagt. Man muss da auch mit sich echt streng sein, das ist echt hart zwischendurch. Das nächste Buch, was ich mir aufgeschrieben habe, ist 7 Arten Dunkelheit von Christian van Aster. Dieses Buch erscheint am 15.08. und auch hier gibt die Inhaltsangabe nicht wirklich irgendwas vom Buch her, aber ich finde das irgendwie spannend und auch das hat mich irgendwie so ein bisschen angefüttert. Das sind wirklich nur 2, 3 Sätze, die hier zu dem Buch stehen. Das Vielnacht-Amulett schützt seinen Träger vor der Magie der Finsternis. Als Schüler eines Nachtzähmers tragen David und Ayum diesen Talisman. Doch im Dunkeln braut sich etwas zusammen, so finster, dass kein Amulett der Welt dagegen etwas ausrichten kann. Und mehr steht da nicht und das ist nicht viel. Und Kai Meier sagt dazu, selten war im Dunkeln so viel los wie bei Christian van Aster. Also, wenn der Kai Meier das sagt, ne, dann wird das auch so sein. Und das ist ein Jugendbuch für Jugendliche ab 12 und ich finde, es klingt echt richtig interessant. Also mich hat es auf jeden Fall so ein bisschen angefüttert mit der Inhaltsangabe, die eigentlich nicht viel aussagt. Aber weniger ist ja manchmal einfach mehr. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass am 15. August die illustrierte Ausgabe der unendlichen Geschichte von Michael Ende erscheint. Und ich habe so ein paar Bilder von der illustrierten Ausgabe im Internet schon gesehen und ich finde, die sehen echt richtig, richtig schön aus. Ich habe die unendliche Geschichte immer noch als Taschenbuch hier stehen, in dieser schönen Ausgabe mit der roten und der grünen Schrift. Aber ich habe es immer noch nicht gelesen und ich möchte es echt unbedingt irgendwann lesen. Und was macht Milo da hinten? Oh, ist ja nicht süß. Ich finde das immer so süß. Und ja, irgendwann werde ich es auch nochmal mitlesen. Und auf jeden Fall alle Fans der unendlichen Geschichte, die illustrierte Ausgabe erscheint am 15.08. Das wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal erwähnt haben. Und damit kommen wir schon zum nächsten Buch. Und zwar habe ich mir noch aufgeschrieben, Ellie Cat, Liebe und Rache. Dieses Buch erscheint am 19.08. Und ich muss sagen, das hat mich vom Klappentext so ein bisschen an Riverdale erinnert. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Netflix-Serie Riverdale? Ich fand die eigentlich ganz cool. Ich musste auch irgendwann echt mal weiter gucken. Ich bin da irgendwo bei der zweiten Staffel dann ausgestiegen. Oder nee, ich habe die zweite Staffel noch komplett geguckt und bin dann jetzt bei der dritten, habe ich nicht weiter geguckt, wo die rauskam. Und ich finde, wie gesagt, das erinnert mich so ein bisschen vom Hören an Riverdale, aber wahrscheinlich nur wegen der East Side und der North Side. Deswegen, ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Diese Superheldin rockt. Rina wächst wohlbehütet in der idyllischen Eastside auf. Durch ihre Sehnsucht nach Abwechslung und Abenteuer zieht sie immer wieder in die düstere Northside, wo Gangs regieren. Dort verliebt sie sich bei einem Konzert in den Rockstar Brian und wird zunächst etwas unfreiwillig zu einer Superheldin, als sie ein Mädchen vor einem Überfall rettet und ein Video von ihrer Rettungsaktion im Fernsehen auftaucht. Die Presse gibt ihr den Spitznamen Ellie Cat. Als Ellie Cat streift sie schließlich Nacht für Nacht durch die Straßen der Northside und rächt das Unrecht. Doch wie lange kann das Leben als Phantom gut gehen? Und hat ihre Liebe zu einem Northside-Jungen eine Chance? Und wer ist der maskierte Junge, der sich Ash nennt und ihr in einer verhängnisvollen Nacht das Leben rettet? Spannend, actionreich und romantisch. Da ist für jeden was dabei. Und das ist auch wieder ein Jugendbuch und ich finde, es klingt auch echt nach einer richtig, richtig coolen Geschichte. Und ihr wisst, ich mag Jugendbücher total gerne. Deswegen habe ich mir Ellie Cat auf jeden Fall mal aufgeschrieben und wie gesagt, erscheint am 19.08.
Ich merke bei der Hitze immer, wenn mir der Mund zu trocken wird, dass ich dann so komische Schmatzgeräusche von mir gebe, so. Und ich weiß nicht, inwieweit man das in der Kamera hört, deswegen muss ich zwischendurch immer was trinken. Ich habe mich heute auch extra nicht viel geschminkt. Weil dieser ganze Schmodder eh zerläuft bei der Hitze. Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn, sich da zu schminken. Also, ja, deswegen, ich habe heute auch nichts auf den Lippen und so. Also, falls ich heute ein bisschen krank aussehe, ich bin einfach nicht wirklich geschminkt. Also, von daher, nicht wundern. So, jetzt habe ich das getrunken, jetzt kann ich euch auch das nächste Buch vorstellen. Und zwar erscheint ebenfalls am 19.08. The Kingdom, das Erwachen der Seele von Jess Rothenberg, oder wie auch immer man diesen Namen ausspricht. Und mich hat auf jeden Fall dieses Cover total gecatcht. Ich bin ja so ein Science-Fiction-Fan und ich liebe ja solche Science-Fiction-Geschichten. Und dieses Cover ist einfach so schön. Ich finde es einfach so mega hübsch. Also mich hat es komplett gepackt und ich finde, die Geschichte klingt auch echt spannend und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Du siehst aus wie ein Mensch, du sprichst wie ein Mensch, aber kannst du auch fühlen wie ein Mensch? Verborgen hinter einem großen Tor liegt The Kingdom, ein abendberaubender Fantasy-Erlebnispark mit biotechnischen Lebewesen voller Schönheit und Einzigartigkeit. Unter ihnen 7 makellose Prinzessinnen, die dir jeden Wunsch erfüllen. Szenenwechsel. Gerichtssaal. Prinzessin Anna soll den Parkangestellten Owen ermordet haben, für den sie Gefühle hatte. Doch sind künstliche Intelligenzen wirklich in der Lage, Emotionen und eine eigene Moral zu entwickeln? Ein Jahrhundertprozess beginnt, in dessen Verlauf nicht weniger als die Frage nach Schuld und Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert verhandelt wird. Und ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Thematik, denn unsere Wissenschaft schreitet ja auch immer weiter voran und ich denke schon, dass wir irgendwann künstliche Intelligenz haben werden und auch vielleicht menschliche Roboter haben werden. Und da stellt sich schon die Frage, inwieweit können diese Roboter eine eigene Denkweise entwickeln? Und deswegen finde ich dieses Thema sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ich kenne den Film Der 200-Jahre-Mann mit Robin Williams, finde ich mega gut. Da ist er am Anfang des Films auch ein Roboter und er entwickelt sich dann während des Films immer weiter und wird auch sehr, sehr menschlich und kämpft dann am Ende des Films dafür, als Mensch akzeptiert zu werden. Und diese Geschichte finde ich mega cool und ich finde auch den Film mega cool und daran erinnert mich das so ein bisschen und deswegen habe ich The Kingdom auf jeden Fall mit auf meinen Lesezettel gesetzt. Ich werde es jetzt nicht gleich lesen, denn ihr wisst ja, ich will nichts Neues anfangen und so, aber dieses Cover catcht mich und ich finde, es klingt halt auch einfach echt toll. Deswegen habe ich es mir auf jeden Fall mit aufgeschrieben. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch und das ist das Buch, worauf ich mich im August am meisten freue von allen Büchern, die erscheinen werden. Und zwar kommt am 20. August das neue Buch von Leigh Bardugo raus, King of Scars. Das ist der erste Teil der Nikolai-Geologie und Nikolai gehört ja schon zur Grisha-Saga und auch zu der Krähenreihe und er kommt in beiden Reihen drin vor und Nikolai ist einfach der coolste Nebencharakter aus diesen beiden Reihen und ich liebe Nikolai wirklich über alles und ich bin hier ausgerastet, als ich damals gehört habe, dass er seine eigene Geschichte bekommt, dass er seine eigene Reihe bekommt und ich habe das so gefeiert und jetzt ist es endlich soweit und das Buch kommt raus und ich bin so glücklich darüber und ihr könnt euch jetzt sicherlich vorstellen, dass ich dieses Buch auf jeden Fall lesen werde, denn ich liebe Nikolai und ich liebe Leigh Bardugo, ihre Geschichten und Bücher und ich habe das Buch beim Verlag angefragt und bekomme es auf jeden Fall als Rezensionsexemplar. Das heißt, ihr bekommt auf jeden Fall eine Rezension von mir zu der Geschichte. Ich lese euch jetzt aber nochmal vor, worum es in der Geschichte von Nikolai geht. Ich denke schon, dass man das Buch wahrscheinlich unabhängig von den anderen Reihen lesen kann. Ich weiß es nicht. Es ist halt in-off in dem Sinne. Deswegen kann ich es nicht hundertprozentig sagen. Das kann ich euch dann sagen, wenn ich es gelesen habe, aber meistens werden die ja so geschrieben, die Geschichten, dass man sie unabhängig voneinander lesen kann, aber ich lese euch jetzt erstmal den Inhalt vor. Niemand weiß, was Nikolai Lanzow, der junge König von Ravka, während des blutigen Bürgerkriegs durchgemacht hat. Und wenn es nach Nikolai geht, soll das auch so bleiben. Wer Grisha gelesen hat, weiß, was er durchgemacht hat, also die haben diese Info auf jeden Fall. Jetzt, wo sich an den geschwächten Grenzen seines Reiches neue Feinde sammeln, muss er einen Weg finden, Ravkas Kassen wieder aufzufüllen, Allianzen zu schmieden und eine wachsende Bedrohung für die einstmals mächtige Armee der Grisha abzuwenden. Doch mit jedem Tag wird in dem jungen König eine dunkle Magie stärker und stärker und droht alles zu zerstören, was er aufgebaut hat. Schließlich begibt Nikolai sich mit einem jungen Mönch und der legendären Grisha-Magierin Zoya auf eine gefährliche Reise zu jenen Orten in Ravka, an denen die stärkste Magie überdauert hat. Möglicherweise besteht so eine Chance, sein dunkles Vermächtnis zu bannen. Einige Geheimnisse sind jedoch nicht dafür geschaffen, verborgen zu bleiben. Und einige Wunden werden niemals heilen. Oh, es klingt einfach so gut. Es klingt
klingt einfach so gut. Und jeder, der diese anderen Reihen gelesen und jeder, der die ersten beiden Reihen gelesen hat, kennt halt diese ganzen Zusammenhänge. Und oh, ich freue mich einfach so mega auf dieses Buch. Und es hat einen schwarzen Buchschnitt wieder. Und das feiere ich total. Es hat einen schwarzen Buchschnitt. I love it. Und ich habe lange hin und her überlegt, aber ich werde mir den Grisha-Schuber auf jeden Fall auch noch kaufen. Ich habe die Hardcover da, ich habe den dritten Teil sogar zweimal als Hardcover, aber der Schuber ist einfach so wunderschön. Den stelle ich euch dann aber übernächsten Monat nochmal genauer vor, weil da kommt er nämlich raus im Oktober. Aber er ist einfach so wunderschön und ich möchte diesen Schuber einfach haben. Nennt mich bekloppt, aber ich kaufe mir halt auch Bücher, die ich toll finde, zweimal. Ich habe mir auch erst heute Bücher, die ich vor sehr, sehr langer Zeit gelesen habe, inzwischen sind fast 5 Jahre vergangen, dass ich diese Bücher gelesen habe. Und diese Bücher habe ich mir jetzt auch in der neuen Auflage nochmal bestellt. Und ich hoffe, dass sie nächste Woche kommen. Dann kann ich sie euch nämlich in den Neuzugängen vom Juli noch mit zeigen. Ich verrate euch noch nicht, was das für Bücher sind, aber ich freue mich mega drauf, weil ich diese Bücher total liebe. Und da gebe ich halt auch Geld zweimal für ein Buch raus. So bekloppt bin ich. Kommen wir zurück zu den Neuerscheinungen. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, erscheint am 23.08. Heißt Eve of Man, die letzte Frau und ist von Giovanna und Tom Fletcher. Und ich weiß, dass die Sina das Buch gerade liest und ich bin schon sehr gespannt, was sie mir für ein Feedback auf die Geschichte gibt. Das heißt, bei Sina, denke ich mal, wird es auf jeden Fall eine Buchvorstellung zu diesem Buch geben. Also wenn ihr daran interessiert seid, schaut auf jeden Fall in den nächsten Wochen bei der lieben von Wörtern gefesselt vorbei. Ich nehme mal an, sie wird es in den nächsten 14 Tagen, 3 Wochen irgendwann hochladen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich unterstelle das jetzt einfach mal. Und ja, ich finde, die Geschichte klingt sehr, sehr interessant auch. Ich bin gespannt, wie gesagt, was Sina berichtet. Und ich lese euch jetzt erstmal vor, worum es in diesem Buch geht. Sie ist die letzte Frau. Das Schicksal der Menschheit liegt in ihren Händen. Eve. Sie ist die Antwort auf alle Gebete der Welt. Die Hoffnung auf den Fortbestand der Menschheit. Nach einem halben Jahrhundert wird endlich wieder ein Mädchen geboren. Eve. Isoliert von der Außenwelt wächst sie in einem goldenen Käfig auf. Jetzt, mit 16 Jahren, soll sie aus 3 Kandidaten ihren Partner wählen. Eve war sich ihrer Verantwortung immer bewusst und hat widerspruchslos die schwere Bürde für den Fortbestand der Menschheit getragen. Doch nun trifft sie Brahm und die Zweifel an der Aufrichtigkeit der Motive ihrer Beschützer wachsen. Eve will die Wahrheit wissen, über die Welt, über ihre Familie, über die Liebe, die sie für Brahm fühlt. Sie will Kontrolle über ihr Leben, sie will Freiheit. Doch darf sie für ihr privates Glück die Zukunft der Menschheit aufs Spiel setzen? Und ich finde, das klingt einfach mal echt richtig, richtig toll. Und die Sina hat mir ja schon so ein bisschen was vom Anfang erzählt. Und ich bin schon sehr gespannt, in was für eine Richtung sich das Ganze entwickelt. Ich finde den Grundgedanken hinter der Geschichte echt krass. Also wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, dass von heute auf morgen einfach keine Mädchen mehr geboren werden, sondern nur noch Jungs. Und 50 Jahre nachdem das passiert ist, das erste Mädchen geboren wird, ist das schon krass. Weil dann war ja die Mutter von ihr mindestens 50. Und wenn sie 16 ist, sind die anderen mindestens 66. Also wenn man sich das einfach mal so vor Augen hält, ist das wirklich einfach nur richtig, richtig heftig. Und ich bin sehr gespannt, was Sina hier berichten wird. Und ja, schaut wie gesagt in den nächsten Wochen auf jeden Fall bei ihr auf dem Kanal mal vorbei. Da wird sie sicherlich dann eine Rezension dazu hochladen. Und ja, ich habe es mir auf jeden Fall aufgeschrieben und werde es sicherlich irgendwann vielleicht auch mal mitlesen. Dann habe ich mir noch ein Buch aufgeschrieben, was auch am 23.08. erscheint. Und zwar heißt das Nichts davon ist wahr von Michelle Painshot. Ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Und das ist so ein Jugendthriller auch wieder. Und ich finde, das klingt eigentlich auch echt sehr, sehr interessant. Es ist der perfekte Betrug, bis sich ihr Gewissen meldet. Mit 4 Jahren wurde Erica Silverman entführt. Jetzt, 13 Jahre später, ist sie wieder da. So scheint es zumindest. Denn das Mädchen, das auftaucht, heißt eigentlich Violet. Sie wurde ihr ganzes Leben darauf vorbereitet, Erica zu sein. Violets Vater ist ein hochprofessioneller Betrüger, der von nichts zurückschreckt, um diesen Identitätsschwindel durchzuziehen. Doch je länger Violet sich als Erica ausgibt, desto schwerer fällt es ihr, dieses skrupellose Spiel weiterzuspielen. Und ich finde, das klingt eigentlich mal wieder nach einer ganz, ganz coolen Geschichte mit einem coolen Ansatz. Ich habe es mir auf jeden Fall erstmal mit aufgeschrieben. Und ja, ist jetzt keine Geschichte, die ich sofort noch auf der Stelle lesen werde, aber ich habe es mir notiert auf jeden Fall. Es steht auf meinem Zettel. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch und auf das freue ich mich auch schon sehr. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich es dann im August noch lesen werde. Ich denke mal, ich werde es dann im September lesen. Und zwar erscheint am 28. August Meine Hand in Deiner, der 9. Teil der Green Mountain Serie. Und ich freue mich da schon sehr, 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 sehr doll drauf, denn ich habe es ja inzwischen geschafft, die Green Mountain Serie auf aktuellen Stand zu lesen. Das heißt, ich kann jetzt den 9. Teil gleich lesen, weil ich alle 8 Bände vorher gelesen habe.
Und da bin ich sehr, sehr happy mit und da freue ich mich sehr, sehr drüber, dass ich da es geschafft habe, jetzt diese Reihe noch auf aktuellen Stand zu kriegen, bevor der 9. Teil rauskommt. Denn ich finde, der 9. Teil klingt auch echt wieder gut. Ein Blizzard tobt in Butler, als Wade Abbott nach einem Rettungseinsatz nach Hause fährt. Er traut seinen Augen kaum. Vor seiner kleinen Hütte im Wald sitzt zitternd vor Kälte Mia Simpson. Und zwar die Mia, die er vor 2 Jahren auf einem Yoga-Retreat kennengelernt und in die er sich augenblicklich verliebt hat. Wade hat schon lange nichts mehr von ihr gehört. Dennoch ist kein Tag vergangen, an dem er nicht an Mia gedacht hat. Und jetzt, mitten in Sturm und Eis, bittet Mia Wade um einen Gefallen. Sie bittet Wade darum, sie zu heiraten. Und das hat einen Grund. Also wer die letzten Teile gelesen hat, hat das mit Wade und Mia schon mitbekommen. Also zumindest, dass er halt so unglaublich in sie verliebt ist, aber sich zwischen den beiden halt nichts entwickeln konnte, weil Mia vergeben war mit einer ganz bestimmten Person. Und da steckt noch ziemlich viel mehr dahinter. Ich möchte jetzt hier niemanden spoilern. Wegen dieser ganzen Hintergründe, die man schon weiß. Ich will diese Geschichte lesen. Ich bin da einfach sehr, sehr gespannt drauf. Und ich fand ja die letzten Teile von der Green Mountain Serie wieder ganz cool. Der 4. und 5. hat mir so nicht wirklich gefallen. Also die waren okay, die waren jetzt aber keine Bücher, wo ich sage, oh mein Gott, die waren so cool. Ja, aber der 6. und 7. Teil hat es auf jeden Fall wieder rausgerissen. Der 8. war auch okay. Der war nicht so schlimm wie der 4. und 5., aber er war okay. Deswegen bin ich jetzt umso gespannt auf Teil 9 und ich hoffe, dass der wieder reinhauen wird wie eine Bombe. Und ich liebe die Green Mountain Serie. Wer niedliche, schnucklige, süße Liebesgeschichten mag, mit einer tollen Kulisse und ein bisschen Erotik auch in der Geschichte, der sollte sich die Green Mountain Serie auf jeden Fall angucken, wenn er es bis jetzt noch nicht getan hat. I love it. I love it. I love it. In der Serie geht es übrigens um die Familie Abbott und in jedem Buch geht es um ein anderes Familienmitglied aus dieser ganzen großen Sippe. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Also die nächsten Bücher, die jetzt alle kommen, bis auf das letzte, erscheinen am 30. August. Was jetzt wieder dein Indiz dafür ist, dass jetzt wieder die Lux-Bücher kommen. Wer hätte es gedacht? Und das erste Buch, was am 30.08. erscheint, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Die letzte Königin, das Feuer erwacht. Ich habe mir den Klappentext noch nicht durchgelesen, weil ich den ersten Teil noch nicht gelesen habe, aber das ist eine Reihe, die ich unbedingt lesen möchte. Und deswegen habe ich mir auch den zweiten Teil auf jeden Fall gleich mit aufgeschrieben, dass der jetzt erscheint. Und ja, das ist so eine Reihe, die werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr lesen, denke ich. Also die fange ich bestimmt nächstes Jahr an. Ich habe ja heute erst wieder eine Reihe beendet. Das heißt, ich darf rein deutsch eine neue anfangen, aber ich lasse mir da mal noch so ein bisschen Luft. Ich möchte ja Reihen auch abbauen. Ne? Ich möchte ja auch am Ende des Jahres sagen können, hey, ich habe weniger Reihen auf meinem Zettel stehen wie letztes Jahr. Also von daher, Hakuna Saitata, alles ruhig bleiben. Ich kaufe mir das Buch irgendwann. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben Midnight Blue von L.J. Sheen. Das ist ja die Autorin der Sinners of Sand-Reihe. Und ja, ihr wisst ja, ich fand die Sinners of Sand-Reihe wirklich großartig, ganz einfach, weil das mal so ein bisschen andersartige Bücher sind. Das sind schon sehr abgefuckte Geschichten mit sehr krassen Charakteren und sehr, sehr derber Ausdrucksweise und sehr, sehr derben Inhalt. Und ja, das sind keine Haititai-Bücher wie die Green Mountain-Serie, sondern das komplette Gegenteil. Und das fand ich ja gerade so gut an dieser Reihe. Und auf jeden Fall kommt von der Autorin ein neues Buch raus. Das habe ich mir natürlich mit aufgeschrieben. Und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Indigo Bellamy denkt nicht lange nach, als sie das Jobangebot erhält. Sie soll Alex Winslow, den größten Rockstar der Welt, auf seiner Welttournee begleiten und dafür sorgen, dass er nicht wieder auf die schiefe Bahn gerät. Doch das ist leichter gesagt als getan. Nicht nur ist Alex alles andere als begeistert über die Babysitterin, die ihm an die Seite gestellt wurde, vom ersten Moment an sprühen zwischen ihm und Indigo heftig die Funken. Dabei haben beide mit den Dämonen ihrer Vergangenheit zu kämpfen und sind nicht bereit, ihr Herz erneut zu riskieren. Ich hoffe einfach, dass dieses Buch wieder so ein bisschen in Richtung Sinners of Sand-Reihe geht, dass es so ein bisschen derbe auch wieder ist und von der Geschichte halt auch wieder sehr, sehr krass und auch andersartig. L.J. Sheen hat ja bewiesen mit der Sinners of Sand-Reihe, dass sie das kann. Und ich bin schon sehr gespannt auf Midnight Blue. Ich werde mir das Buch auf jeden Fall holen und lesen. Ich werde es nicht gleich im September lesen, glaube ich. Ich werde es irgendwann später lesen. Es steht auf jeden Fall dieses Jahr noch auf meiner Leseliste. Aber da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr, 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 sehr dolle drauf. Das nächste Buch, was ich aufgeschrieben habe, ist der zweite Teil einer Reihe. Und zwar steht der erste Teil auch noch auf meiner Wunschliste. Und zwar ist es Staub und Flammen, das zweite Buch der Götter. Das erste ist Schatten und Gold, das erste Buch der Götter. Das steht auch noch auf meiner Wunschliste. Und ich finde die Cover auch einfach so mega hübsch, ne? Deswegen habe ich mir das Buch auf jeden Fall auch mit aufgeschrieben. Das ist auch so eine Reihe, die ich gerne auf jeden Fall noch mitlesen möchte. Und jetzt muss ich gleich niesen. Das ist auf jeden Fall auch noch eine Geschichte, die ich unbedingt noch mitlesen möchte. Und deswegen, der zweite Teil, wen es interessiert, erscheint auch am 30.08.
Jetzt habe ich noch zwei Liebesromane und noch ein Jugendbuch. Die zwei Liebesromane sind zum einen The Light in Us von Emma Scott. Ich habe All In von Emma Scott immer noch hier stehen, die ersten beiden Teile. Ich glaube, die stehen für August mit auf dem Zettel. Zumindest der erste, glaube ich, steht auf meinem Zettel für August. Ich bin schon sehr gespannt auf die Bücher. Das war ja so ein mega Hype, als die Bücher rausgekommen sind. Und jeder hat diese total gefeiert und in den Himmel gelobt. Und ich bin schon sehr gespannt, was da alles genau so dranhängt. Und Milo robbt sich wieder über die Couch. Ja, ich lese euch auf jeden Fall mal vor, worum es in Light in Us auf jeden Fall geht. Charlotte Conroy stand am Anfang einer großen Karriere als Geigerin. Doch dann zerbrach ihr Leben und die Musik in ihr verstummte. Aus Geldnot nimmt sie den Job als Assistentin für einen jungen Mann an, der sein Augenlicht bei einem Unfall verloren hat. Noah Lake war Fotograf und Extremsportler, immer auf der Jagd nach dem nächsten Adrenalinrausch. Nun stößt er alle Menschen von sich, unfähig, sein Schicksal anzunehmen. Doch Charlotte ist entschlossen, ihm zu beweisen, dass das Leben noch so viel mehr zu bieten hat. Und ich finde, das klingt nach einer richtig, richtig tollen Geschichte. Also wenn ich das lese, habe ich voll Bock, das Buch zu lesen. Also wirklich, also... Ich bin auf All In gespannt und wenn mir All In gefällt, kaufe ich mir das Buch auch auf jeden Fall. Definitiv. Also ich denke mal, ich werde es mir so oder so kaufen, einfach weil es mich total anspricht. Aber es klingt einfach so toll. Und ja, wie gesagt, erscheint auch am 30.08. Das letzte Buch, was ich für den 30.08. aufgeschrieben habe, ist das neue Buch von Nalini Singh. Es kommt eine neue Liebesromanreihe von ihr raus und zwar ist das Cherish Love und ja, ich freue mich da schon so unglaublich drauf. Ihr wisst, ich liebe Nalini Singh, ich liebe ihren Schreibstil, ich liebe ihre Geschichten. Es ist einfach so toll und in meinem letzten Livestream von den Neuerscheinungen von Juli hat mir die liebe Sarah Lina ja geschrieben, war es Sarah Lina? Ich glaube, es war Sarah Lina. Sie hatte geschrieben, war das im Livestream oder ich war der Meinung, es war im Livestream. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall hat sie mir geschrieben, dass der Charakter aus Cherish Love der Bruder von Gabriel ist, aus dem zweiten Teil der Rockies-Reihe. Und das finde ich mega cool. Nachdem sie mir das gesagt hatte, fiel es mir auch wieder ein. Und ich dachte mir, ja, Gabriel hatte einen Bruder, der Sailor hieß und hieß Bishop mit Nachnamen. Und es geht in diesem Buch um einen Sailor-Bischof. Also wird er das wohl sein. Und es spielt in Neuseeland. Ich gehe mal davon aus, dass er das jetzt ist. Ich werde es sehen, wenn wir das Buch lesen, ob er es tatsächlich ist. Aber ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus, denn es klingt sehr, sehr stark danach. Ich lese euch jetzt aber mal vor, was im Klappentext steht und worum es in diesem Buch geht. Ich rede heute schon wieder viel zu viel. Sailor Bishop hat nur ein Ziel. Ein erfolgreiches Unternehmen als Landschaftsarchitekt aufbauen. Ableckung kann er absolut nicht gebrauchen. Auch nicht in Form seiner neuen Auftraggeberin. Doch die schöne Isa Rain macht Sailor unmissverständlich klar, dass sie mehr von ihm will als einen unvergesslichen Kuss. Viel zu lange hat sie nur getan, was andere von ihr erwarten. Sailor muss sich entscheiden zwischen der Frau, die sein Herz berührt, wie bisher niemand sonst, und seinem großen Traum. Und ich finde, uns wird zu der Geschichte noch nicht sehr viel verraten, aber ich freue mich schon sehr drauf und ich werde euch, wenn ich das Buch gelesen habe, auf jeden Fall wieder berichten, wie es mir gefallen hat. Definitiv. Ich liebe Nalini Singh und ja, bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Ich freue mich, da werde ich wieder zum kleinen Fangirl und denke mir so, ah! Ja, ich hoffe ja immer noch, dass Nalini Singh tatsächlich auch mal auf die Buchmesse kommt. Sie war ja vor 2 Jahren auf der Love Letter Convention in Berlin, was mich sehr angebröselt hat, weil ich nicht dort war. Ich war noch nie auf der Love Letter Convention. Ich sollte da auch mal hinfahren. Auf jeden Fall war sie ja da auf der Love Letter Convention und ich hoffe einfach, dass sie irgendwann mal nach Frankfurt kommt. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch erstmal nicht sagen. Ich freue mich mega auf das Buch. Und ja, damit wären wir beim letzten Buch für dieses Video angekommen. Und zwar erscheint das am 31.08. Und zwar ist das One True Queen von Sternen gekrönt von Jennifer Benkow. Und das ist auch wieder ein Jugendbuch, ein Fantasy-Roman. Und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. In dieser Welt sterben Königinnen jung. Dunkelheit, das Gefühl zu fallen und dann nichts. Eben noch stand Mylene in ihrer irischen Heimatstadt, plötzlich wacht sie in einer anderen Welt auf. Hier, im Königreich Liaskai, trachtet ihr alles und jeder nach dem Leben. Nur nicht der mysteriöse Fremde, der Mylene aus einer tödlichen Falle rettet. Der so gefährlich wirkt und sie dennoch beschützt. Und der ihr nicht verrät, wer er in Wahrheit ist. Erst als er sie zum Königshof bringt, erkennt Mylene, dass sie aus einem ganz bestimmten Grund in Liaskai ist. Sie soll Königin werden. Und das ist in dieser Welt ein Todesurteil. Und ich finde, das klingt eigentlich ganz interessant. Ich habe bisher von Jennifer Benkow noch nichts gelesen. Ich habe mir das Buch jetzt einfach mal mit aufgeschrieben, weil ich finde, es klingt eigentlich ganz interessant. Und ja, ich mag das Cover auch irgendwie. Ich weiß nicht, das Cover hat irgendwas, was mich total anspricht. Ich mag ja eigentlich nicht, wenn Gesichter so groß von auf dem Cover sind, aber dadurch, dass das ja so ein bisschen noch verschnörkelt ist und dieses Krönchen auf dem Kopf ist, ich weiß nicht, irgendwie hat dieses Cover was an sich, was mich total anspricht auf jeden Fall. Und ja, das waren meine Neuerscheinungen vom August.
Wir sind schon wieder im August, Leute. Ey, wir sind im August. Ich bin jetzt schon fast ein Jahr verheiratet. Das ist halt so krass. Wo ist die Zeit hin? Die Zeit ist einfach so verpufft. Das ist so heavy. Es ist einfach nur heavy. Und ja, wie immer gilt, wenn ihr noch Neuerscheinungen vom August habt, die ich vergessen habe, wo ihr sagt, hey, das ist voll cool, schreibt es für mich und für alle anderen gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Gucken. Ich hoffe, ich war nicht allzu verwirrt, aber diese Hitze ist einfach unerträglich und es klebt einfach schon alles. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderschöne Woche und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.